Im Westflügel des neuen Rathauses der Stadt Bitterfeld-Wolfen, dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Filmfabrik, zieht bald wieder Leben ein. In den letzten Wochen und Monaten fanden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im alten Laborbereich statt. Der Campus Bitterfeld-Wolfen hatte das Ziel im Auge, hier eine neue Bildungseinrichtung zu etablieren. Um dies zu verwirklichen, wurde im Jahr 2012 der Campusverein gegründet. Und einen Namen hatte man sich für die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierende Einrichtung auch schon ausgedacht. Anhalts Zukunft, Mitteldeutsche Lern- und Erlebniswelt. Die soll im Westflügel einziehen, die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen. In der letzten Woche wurden die nächsten Weichen gestellt und der Öffentlichkeit im Hörsaal des 041 präsentiert. Im Obergeschoss des Westflügels werden auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern für die Besucher interaktive Exponate ausgestellt, die speziell die Jüngeren für Technik und Naturwissenschaften begeistern sollen. Studenten der Hochschule Anhalt entwickelten unter Leitung von Professor Hermann Wolfram Klöckner Ausstellungsstücke aus den Bereichen Akustik, Optik, Geruch, Haptik und Mechanik. Für ihr Projekt Face und Body Tracking wurden Marcel Haupt, Don Winter und Oliver von Zweidroff mit 300 Euro prämiert. Aber auch alle anderen Teilnehmer erhielten gestaffelt kleinere Prämien. Ich bin begeistert von dem, was die Studenten der Hochschule Anhalt aufs Papier bringen, als Designer, als Architekten, handwerklich umsetzen und mit Netzwerken auch noch nutzbar machen. Das ist also wirklich begeisternd. Also der Professor Klöckner ist genial in seiner Art, die Studenten zu lenken und zu leiten und vor allen Dingen für das Projekt, was wir haben, zu begeistern. Im Erdgeschoss hält die Zukunftsvision Wohnen 2050 Einzug. Auch hier entwickelte die Hochschule Anhalt Vorstellungen über das Zusammenleben und das Wohnen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bis in das Jahr 2050. Also auch hier ist es uns ganz, ganz wichtig, die Bevölkerung mit einzubinden. Wir stellen im Prinzip Räumlichkeiten zur Verfügung, Infrastruktur zur Verfügung. Wir stellen Workshop-Räume zur Verfügung, wo wir gemeinsam mit der Bevölkerung an der Vision 2050 arbeiten wollen. Weil, dass wir hier bleiben wollen, dass wir hier Dinge bewegen wollen, ist vollkommen klar. Und wir wollen die Menschen mit einbinden. Das heißt, wir haben da gar nicht so ein großes Sendungsbewusstsein, sondern wir wollen eher einladen und ein offenes Haus sein, einen runden Tisch bilden. Das ist uns ganz, ganz wichtig beim Wohnen 2050. L3A, so lautet die Abkürzung für die Lernerlebnis- und Arbeitswelt. Passend dazu wurde auch ein Maskottchen vorgestellt. Designt vom Jessenzer Künstler Raik Dahlgast, soll der kleine Roboter ebenfalls namens L3A dem ganzen Projekt ein Gesicht geben. In einem Film wurde das Roboter-Maskottchen vorgestellt. Es soll vor allem Kinder ansprechen und durch die Lernerlebnis- und Arbeitswelt führen. Vor allem die Kids Company im Untergeschoss wird für die Schüler sicherlich interessant. Hier können sich Kinder und Jugendliche in verschiedenen Berufsbildern versuchen und mit Verantwortlichen und Unternehmen in Kontakt kommen. Mir ist durch den Kopf gegangen, dass dies eine Region voller Potenziale ist, dass wir hier wirklich eine ganz, ganz tolle Umgebung haben, dass wir einen historischen Bau haben und wir haben schon auch Herausforderungen in dieser Region. Lass uns offen darüber sprechen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Demografischer Wandel ist eine Herausforderung und wir versuchen mit unseren Ansätzen, die Jugend dafür zu begeistern, hier zu bleiben, sich zu entwickeln, ihre eigene Zukunft hier zu gestalten. Deswegen dieses Science Center, was wir entwickeln und deswegen diese Erlebniswelt, in der wir hier unsere Konzepte vorstellen. Der Grundgedanke hinter allem ist, die Wissensvermittlung zu erreichen, indem man das Lernen mit der Praxis vermischt und somit letztendlich auch die wirtschaftliche Zukunft der Region fördert. 2015 soll der Westflügel dann offiziell eingeweiht werden. Nachdem im Rathaus tagsüber viel auf dem Programm stand, war nach Anbruch der Dunkelheit auf dem Hof des Rathauses noch richtig was los. Die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen lud wie auch in den vergangenen Jahren zum Hoffest ein. Und dieses Spektakel wollten sich viele Bitterfeld-Wolfener nicht entgehen lassen. Logischerweise, viele Vermieter machen jedes Jahr ihre Feste für die einzelnen Mieterschaften. Wir machen das traditionell am 2.10. bei uns hier auf dem Hof. Wir lassen uns jedes Mal etwas Neues einfallen. Das letzte Mal oder die letzten Male ist die Lasershow Richtung Wohngebiet. Diesmal wird es das Haus beleuchten. Wir haben unterschiedliches Motto. Wir haben also Tom Twist als Rock'n'Roller, weil wir Umfragen gestartet haben, was wollen die Menschen hören. Und wir werden sehen, ob wieder 2000 Menschen unseren Platz hier
besuchen und sich an diesem schönen Abend freuen. Auf dem Programm stand zuallererst gute musikalische Unterhaltung der etwas rockigeren Art mit der Band Mr. Twist. Das Rock'n'Roll-Trio sorgte für gute Stimmung im Hof des Rathauses und brachte sogar den ein oder anderen dazu, sich zu bewegen. Auch dem jüngeren Publikum gefiel die Musik sehr. Highlight an diesem Abend war dann die Lasershow, die die Zuschauer in seinen Bann zog mit spektakulären Lichteffekten. Es ist schon erstaunlich zu sehen, was man mit neuester Lichttechnik alles machen kann. So entstand fast schon ein Schauspiel aus leuchtenden Farben, untermalt mit moderner Musik. WBG organisiert diese Veranstaltung schon seit Jahren und wird es bestimmt auch im nächsten Jahr wieder traditionell am 2. Oktober tun. Denn die Resonanz zeigt, dass das Hoffest sehr beliebt ist und mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft gut besucht werden wird.